So, nach der Entspannung. Entspannung. Wie heißt das nochmal? Oh, jetzt ist die wieder weg. Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch, wie wir das Schwedenfeuer herstellen, basteln, wie auch immer. Auf jeden Fall zeige ich euch gleich, wie wir das machen. Zunächst gibt's was auf die Fresse. Ja, ist kalt. Boah. Hör auf zu jammern. Das sieht so gleich aus wie beim Barbier. What the fuck? Was hast du mit mir gemacht? Augen zu. Mund auf. My shirt. Was Gesundes. Schmeckt ähnlich wie eine Weintraube. Wahrscheinlich, weil es eine war. Okay. Zumindest ist es sehr entspannend. Ich hoffe nur, dass keiner über den Zaun guckt. Macht auch nichts. Dich sieht man nicht. Das Gras steht davor. Pfui. Das war jetzt aber keine Weintraube. Dann kann ich Gurken auch nicht hinterher schieben. Ja, ich nutze alle nichts, ich muss Holz machen. Meine Maske ist hoffentlich bewegungstauglich. Nach der entspannenden Gesichtsmaske werde ich jetzt erstmal euch zeigen, wie wir denn dieses Schwedenfeuer herstellen. Und dazu brauchen wir natürlich eine Schnittschutzhose und stabile Schuhe, die man nicht durchschneiden kann. Und natürlich auch einen Helm, der uns unser Gesicht schützt und unser Kopf schützt. Und dazu setzen wir diesen Helm auf, mit Gehörschutz natürlich. Und dann kann es losgehen. Ja, bei diesem Holzstück dürften jetzt diese zwei Schnitte, also die 4/4, vollkommen ausreichen. Wenn das Holz jetzt ein bisschen dicker ist, dann schneiden wir vielleicht noch einen Schnitt oder zwei Schnitte rein, damit das Holz, also die Teile, die dann im Prinzip nach außen stehen, nicht zu dick sind, damit das Feuer also ausreichend brennen kann. Von daher, umso dicker das Holz ist, umso mehr Schnitte machen wir dann in den Stamm hinein. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz einen, den habe ich, das ist Pflaume. Das ist eine Zierpflaume. Und die schneiden wir auch noch mal kurz ein. Ja.
so schön eingezogen ist bei der Arbeit, kriege ich jetzt nochmal Nachschlag. Und Männer, ich kann euch nur eins sagen, das tut wirklich gut und das ist einfach nur wunderschön. Einfach nur genießen. So, frisch eingecremt, ja, kommen wir dann jetzt mal zum Statement und labern wir noch ein bisschen über das schöne Schwedenfeuer. So haben wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nicole, die hat mich schön eingecremt und ja, das ist sehr gut, das ist entspannt. Und da ich mir das Gesicht verbrannt habe gestern, da ich momentan ein bisschen überempfindlich bin, tjo, ist nun mal leider so, lässt sich nicht ändern. Und ja, wir haben das Holz jetzt zurechtgeschnitten für unser Schwedenfeuer. Und ja, da gibt es eigentlich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben im anderen Film schon ziemlich viel drüber gelabert. Das Einzige ist, das Holz sollte natürlich trocken sein. Also kein feuchtes Holz nehmen, weil das brennt mit Sicherheit nicht. Aber es sollte schon durchgetrocknet sein. Wenigstens, sagen wir mal, ein halbes Jahr gelegen haben. Und ja, dann kann man das ganz gut verarbeiten. Und das brennt dann auch sehr gut. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Der hat nur Tipp, fällt aus. Warum? Hast du noch einen? Nö. Ach jo, düngen. Braucht man nicht mehr, hat sich erledigt. Ja, brauchen wir also keinen Dünger mehr verwenden und das Gießen sparen wir uns natürlich auch, weil sonst wird die ganze Geschichte wieder nass. Naja, jo, das war es gleich eigentlich darüber. Also viel zu erzählen gibt es da nicht mehr. Wie gesagt, im anderen Film haben wir schon drüber gelabert und wir werden diese Dinge heute Nacht mal in Gange bringen und dann zeigen wir noch ein paar Ausschnitte dabei. Also der Film ist jetzt hier noch nicht zu Ende, es geht dann heute Nacht weiter, beziehungsweise vor euch dann in einem Schnitt natürlich. Aber das eine oder andere laber ich dann vielleicht noch dabei. Und natürlich mit einer anderen Gesichtsmaske. So, ich hoffe, der Film hat euch gefallen, sage ich jetzt nicht, weil es geht ja weiter. So, es ist dunkel und wir machen jetzt unsere Schwedenfeuer an, beziehungsweise erstmal eins. Und dazu drücken wir einfach Anzünder, Grillanzünder in die Rille oder in die Rillen, wenn man so geht, wenn du möchtest. Und drücken das einfach bröselig da rein und zünden die ganze Geschichte erstmal an. So, jo, dann würde ich sagen, einen schönen Abend mit dem Schwedenfeuer. Man sieht, es also der ganze Klotz mittlerweile komplett durchgeglüht bis unten hin. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist ein bisschen Wind. Und da hätten wir eine riesen Fackel. Aber so ist natürlich auch ganz schön. Gibt eine Menge Wärme ab. Gucken, ob ich da oben reingucken kann, ohne. Ne? Doch, sehe ich die Kamera verräucher. Jo. Puh.
In der Hölle der Glut. Ja, das Feuerchen, Schwedenfeuer, ist einfach nur genial. Wenn wir jetzt ganz wenig Wind haben, so wie heute, dann glüht der ganze Balken, also der ganze Stamm, vor sich hin und gibt enorm viel Wärme ab. Das ist echt der Wahnsinn. Also man kann ja durchaus nicht nur Wasser kochen, sondern auch eine ganz andere Sache machen. Echt genial. Okay, wenn es jetzt ein bisschen windiger ist, dann wird die ganze Geschichte brennen. Und nicht so schön glühen, aber naja, ist halt alles ein bisschen witterungsabhängig. Aber nichtsdestotrotz immer wieder bei jedem neuen Schwedenfeuer eine neue Gegebenheit, Herausforderung. Ständig anders. Das ist jetzt übrig geblieben von unserem Schwedenfeuer. Und es ist noch immer warm. Also ist hier unten drunter immer noch Glut. Wir müssen natürlich darauf achten, dass der Boden rundherum immer nass ist. Also dass da nichts trocken ist und das Gras immer schön kurz gemäht ist, damit wir hier kein Feuer verursachen. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber man sieht, die Fichte ist sehr gut abgebrannt und war auch ein sehr schönes Feuer in der Nacht, beziehungsweise heißt Feuer, also Glut. Und der Kleine hier, jo, der hat auch schön geglüht und steht auch noch ein bisschen weiter. Und die werden wir später mal, wenn sie dann endgültig komplett ausgeglüht sind, freispülen und mal gucken, wie die Restholzgeschichte dann aussieht. Oh, ist jetzt ein Terror hier heute, das? Oh mein Gott. Ja, das zu denen. Und das war dann unser Hartholz, die Pflaume. Das hat dann nicht so funktioniert, aber es lag wahrscheinlich dann daran, weil wir keinen Wind hatten, dass windstill war. Ich denke mal, wenn es etwas windiger ist, dann wird dieses Holz eventuell auch brennen, aber das werden wir nochmal austesten in einem der nächsten Nächte mal. Das waren jetzt unsere ersten Erfahrungen mit Schwedenfeuer. Und ich bin also wirklich begeistert. Das ist also eine sehr gute Alternative zum normalen Lagerfeuer. Erstens spart man natürlich eine Menge Holz. Bei so einem Lagerfeuer geht viel drauf. Und bei so einem Schwedenfeuer, naja, ein Stückchen Holz. Oder, naja, je nachdem, 2, 3, 4, 5. Je nachdem, wie viel man halt so machen möchte am Abend. Auf jeden Fall ist es eine ganz klasse Sache, mit Menschen gemeinsam so einen Abend zu verbringen. Und ja, in gemütlicher Runde am Schwedenfeuer sich Geschichten zu erzählen. Oder ein bisschen Blödsinn zu labern. Und ja, das ist also wirklich eine ganz klasse Sache. Eins möchte ich noch erwähnen, und zwar solltet ihr solche Feuerchen nicht in Kleingärten machen, sondern wirklich nur da, ja, wo man keine anderen Leute belästigen kann. Denn der Qualm, der zieht dann doch durch die Nachbarschaft, und ich glaube, 1, 2, 3 steht da die Polizei. Also das lasst bitte sein. Wirklich nur da, wo also Platz ist und wo man auch keine Leute ärgern kann. Und wie gesagt, immer schön darauf achten, dass nichts passieren kann, dass keine Feuerchen sich ausbreiten können, vor allem bei Funkenflug oder dergleichen. Und keine Kinder mit diesem Schwedenfeuer alleine lassen, denn ja, das ist auch nicht so gut, weil Kinder spielen gerne mit Feuer, wie wir auch. Und ja, ich denke mal, das war es jetzt erstmal von uns. Und wir werden noch andere Holzarten ausprobieren und auch bei anderen Gegebenheiten. Also es ist natürlich abhängig immer von Wind, von Temperatur, von Luftfeuchtigkeit und ja, solchen Sachen halt. Und wie weit das Holz auch durchgetrocknet ist, ob es ganz richtig durchgetrocknet ist, also irgendwo im Raum gelegen hat schon und also richtig knochentrocken ist oder halt noch ein bisschen Restfeuchtigkeit drin. Das spielt alles so eine Rolle. Aber wie gesagt, da muss man selber so ein bisschen austesten, was am besten brennt. Und ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und ich experimentiere weiter. Ciao. So, auch heute gibt es wieder den kleinen Tipp am Rande. Und zwar, dieses Schwedenfeuer eignet sich auch hervorragend, um Stockbrot oder Marshmallows zu garen. Am besten geht es natürlich, wenn die Flamme schon etwas runter ist und der Stamm eigentlich nur vor sich hin glüht.
Mit Kindern ist eine interessante Sache und Marshmallows werden gerne gegessen von den Kindern. Das kenne ich von meinen her und das ist einfach nur genial. Miau. So, und ihr habt ja sicherlich jetzt auch mitbekommen, die Gesichtsmaske von Detlef hat gut angeschlagen und wir werden das Ganze heute nochmal wiederholen. Vielleicht morgen nochmal. Und miau. Es hat ihm ja auch ein bisschen gefallen, so verwöhnt zu werden. Miau. Also, ich wünsche euch schöne, gemütliche Abende beim Schwedenfeuer. Bis zum nächsten Mal. Eure Nicole. Ciao. Im nächsten Film geht es dann mal wieder um Bonsai-Schalen. Und wir lassen uns überraschen, was wir aus diesem Päckchen herausholen.